Und das, obwohl es in Europa seit über 8 Jahren Grenzwerte gibt und eine EU-Richtlinie dazu. Nur weil sich in Europa offenbar die wenigsten daran halten, diskutiert seit gestern Abend das Europäische Parlament über eine neue Richtlinie, die verwässert werden soll, sagen Kritiker. Denn die Übergangsfristen sind ziemlich großzügig. Schneller und energischer Umweltschutz sieht irgendwie anders aus. Heute entscheidet nun das Europaparlament. Wenn die Abgeordneten am Montagabend beim Europaparlament vorfahren, tragen auch sie zur Feinstaubbelastung der Stadt Straßburg bei. Das Problem mit der schlechten Luft in den Innenstädten haben alle Staaten der EU. Nur die Iren auf ihrer grünen Insel konnten die Grenzwerte der Feinstaubrichtlinie aus dem Jahr 1999 einhalten. Doch was nutzt eine Richtlinie, wenn sich keiner daran hält? Der Leipziger Liberale Holger Kramer ist der Berichterstatter des Europaparlamentes für die Neuregelung. Wir haben eine Balance gefunden zwischen notwendiger Flexibilität, die wir brauchen, zum einen Fristverlängerung für die Kommunen, zum anderen der Verzicht auf kurzfristige Maßnahmen, weil die nichts bringen. Auf der anderen Seite aber schon das klare Signal gesetzt, dass wir am langfristigen Ende eine Verbesserung der Luftqualitätsgrenzwerte bekommen müssen. Ab dem Jahr 2015 werden 25 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft vorgeschrieben. Dieser Grenzwert ist zwar strenger als der alte, dafür aber gelten neue Übergangszeiten. Es ist ein Durchsetzungsproblem, ohne Frage. Aber man muss natürlich auch den Mitgliedstaaten, den Kommunen, den Kreisen bei uns zu Hause die Möglichkeit geben, eine solche Richtlinie überhaupt einhalten zu können. Nur 20 bis 30% der gefährlichen Rußpartikel kommen vom Stadtverkehr. Ein kommunales Durchfahrtsverbot allein löst das Problem nicht. Die EU muss die Maßnahmen der Kommunen flankieren, zum Beispiel durch Regelungen, die Rußpartikelfilter auch für LKWs jetzt verpflichtend vorschreiben oder auch Emissionsgrenzwerte für Schiffsmotoren. Wird jetzt die alte Richtlinie, die wir hatten, verwässert? Ja, sie ist zwar weniger verwässert als befürchtet. Im Grunde genommen ist es aber schon eine Augenwischerei, es als großen Erfolg zu feiern, denn eigentlich hätte diese Richtlinie ja schon seit geraumer Zeit in Kraft sein müssen. Heute Mittag werden die Abgeordneten über die neue Feinstaubrichtlinie abstimmen. Sie ist dann ab 2015 verbindlich, frühestens.